So, gucken, ob das funktioniert. Ja, hey, wir sehen uns jetzt im Stream und gleich auch in der Aufnahme, die ich einfach hier gleich straight raus hochladen werde. Mal gespannt, wie das aussieht, aber dann seht ihr schon ein bisschen Extinction und ja, keine Ahnung, willkommen zum DLC jetzt auch bei mir. Ich bin halt pennen gegangen im Gegensatz zu so manch anderen, die jetzt wahrscheinlich schon Folge 28 hochgeladen haben. Aber ja, keine Ahnung, ihr seht halt Early Game. Ja, aber, hä, also ich wette die, also keine Ahnung, ja, ich stelle mir einen Wecker auf 5 Uhr morgens, beam, oder so. Oha, da hat schon jemand eine Butze. Nice. Ja. Ja, da hat gerade auch schon jemand eine Butze am Start. Und zwar der gute Ampex, der halt einfach mal zumindest schon mal ein Tappe sich gegönnt hat und einen PT und ein paar Spikes um seine Bude gezogen hat. Finde ich eigentlich ganz nice so. So. Okay. Also, ich weiß nicht, ob ich halt mehr. Also, ich glaube, ich habe lieber mehr FPS. Und das sieht gut aus, oder? Ich meine, ich habe halt alles außer den Schatten ohnehin auf hoch. Okay, ja, es sieht schon ganz nice aus, aber es ist ein bisschen dunkel jetzt. So, ich drehe mal Gamma einen kleinen Tacken hoch. Ja, also ich finde es zumindest ein bisschen dunkler. Ja. Wobei ich sagen muss, also bei mir ziehen jetzt die Schatten halt schon ein bisschen FPS, aber gut, ich bin halt auch am Streamen und am Aufnehmen. Also vielleicht hat es auch damit was zu tun, so. Also höchstwahrscheinlich hat es auch damit was zu tun. Ja, jetzt warte mal gerade. Du warst Richtung Osten gelatscht, ne? Nice. Warum liegt hier Stroh und so? Sehr gut. Jo. Alter. Am besten erstmal auch selber tranken, das ist immer gut. Also, machen wir ja nicht, aber keine Ahnung. Wir haben, glaube ich, sogar auch irgendeine Art Stack-Mod drauf, die zumindest ein bisschen was Sinnvolles hier macht. Ah, und wir haben auch ordentlich Weight hochgestellt. Nice. Das ist doch schön zu wissen. Ja. Komm, also uns jetzt Thatch fehlt. Ich brauche halt erstmal irgendwie ein bisschen Hide und Grundmats und lauter so ein Shit. Ja, hey, yo. Alles gleichzeitig. Ach so. Ich dachte halt einfach alle Leute so, weißt du? Es stehen einfach nicht einer vor der Tür, sondern alle. Bis vor die Haustür. Richtig, ja, alle. Die Stadt ist einfach voll, weil alle zu dir wollen. Krasses YouTuber-Life und so halt, ne? Ja, so Leon Mascher-Style, wo sich dann alle Leute gegenseitig totdrücken. In deinem Treppenhaus.
So. Ach, blöd. Alter. Ist hier schon irgendwas? Ja. Ja, wahrscheinlich bin ich froh drum, ich skill mal 1000 Weight. Sehr gut. Ich habe tatsächlich noch nicht mal sowas wie ein Follow Sound, weil ich mir damals so gedacht habe, yo, ist eigentlich voll übertrieben so, aber keine Ahnung, könnte ich glaube ich mittlerweile eigentlich auch mal wieder machen. So. Ich mach auch safe irgendwo noch ein PC. Nur der da. Ja gut, solange der da oben irgendwo rumeiert, töten wir noch ein bisschen was für Hyde. Ach komm. Du solltest einfach nicht sagen, dass es 1 ist. Dann ist auch wieder alles fein. Oh. Ja, okay, good point. Ja, aber vielleicht sind die Leute einfach selber am Frühstücken oder so. Weil, wenn man halt gestern auch aufs DLC gewartet hat, kann das halt schon mal passieren, so. Hey, PT, was bist du für ein Level? 10. Ach komm, fick dich doch. Ich habe auch gerade Beeren für Wasser gegessen und stehe halt neben einem Fluss. Aha, hier eiert schon jemand mit dem PT rum. Ja, moin. Außerdem ist der PT ein Tappe, aber ich bin halt ein Spaß. So. Und der hat auch schon Flak. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das ist. Ich glaube, das ist der Dude, den ich vorher gesehen habe. Ah ja. Und was geht so? Ja. Ah, da ist der PT, da hinten ist gelandet. Ich würde mir den halt gerade eigentlich ganz gerne gönnen, weil ich glaube, ich hätte sogar die Matze im Sattel zu machen. 80, ja. Ja, ich klaue den mit seinem PT. Auf dem PvE-Server. Lol, das, ey, das wäre halt mega lustig. Also, Gift, Tommy. Bye, have a great time. Ey, das, eigentlich müsste man es machen, einfach wenn man frech ist. Ja, ich habe mir jetzt einen 80er gelegt, der ist, glaube ich, fürs Erste ganz, ganz okay. Wie viel Stamina hast du? 230, ach komm, weg mein Leben. Ja, kriege ich irgendwo Prime her? Vielleicht ein Stego oder so? Hä, ja, wieso verrottetes Fleisch? Hä, hey, übertreib halt. Macht ja eine Slingshot so. Du meinst natürlich Mittag ist. Das Ding ist halt, da hinten ist so eine Druidika, die ne, ignoriere ich lieber und gehe woanders hin, oder? Okay, cool. Ich wüsste vor allem, was Dino Lash, Electronic Lash to keep your Dinos from wandering to. Oha, das ist ja mal mega nice. Da kannst du so eine Lash aufstellen und deine Dinos einfach wandern lassen. OMG, feiere ich richtig.
Ach, immer wieder schön sowas. Wenn ARK einfach mal Sachen ins Game bringt, die halt so Quality of Life mäßig sind, das finde ich halt... weil Englisch sowieso die bessere Sprache für ARK ist. Okay. Ja, auch gut. Ja, das ist halt, also ich weiß zwar ehrlich gesagt auch nicht, was das Wort bedeutet, aber es ist halt so eine Art Trophäe. Also kannst du halt irgendwo hinstellen, so. Aber. Ja, kein Plan. Was hatten wir jetzt nochmal für ein Taming? Also da kriege ich auf jeden Fall ein PT mit normalem Fleisch easy, oder? Also es dauert halt vielleicht einen Moment, aber... Ich will die ganze Zeit Autorun anmachen mit Shift wegen GW2 und so. Funktioniert super. Also Element, Element oder? Ja, cool. Wie viel Height habe ich eigentlich? Ah, das dürfte reichen. Oha, ja, und irgendeine krasse Pistol oder so. Und auch bei 95 sieht interessant aus. Wie so eine, ja, Raketen-Launch-Station. Ja, kann man machen. Also. Echt? Ja, also ich habe voll viele Sachen, weil da steht Learn on Scorched Earth. Du nicht, oder? Ah, du bist fertig. Ach, der ist jetzt auf 38. Oder vielleicht war er das auch vorher schon. Ich habe es einfach nur verplant. Naja, harvest mal noch ein bisschen was. Das brauche ich. Safe Holz, oder? Ja. Ach, schön. Aber dann sind wir jetzt erstmal good to go, um halt, ja, irgendwo hin eiern zu können. Sobald wir den Vogeldame haben. Und dann, ich würde fast sagen, suchen wir uns auch mal irgendwie irgendwas zum Bauen oder so ein Shit wahrscheinlich, oder? Dann legen wir ja schon mal ein bisschen die Grundsteine für die anderen halt auch. Es geht halt bisher auch einfach nur Movement wie ein Bekloppter. Wir haben das Weight bei Dinos schon auch hochgestellt, oder? Nice. Ja, scheiß drauf. Der ist, also, ich weiß nicht, meiner ist mit dreimal fressen fertig. Ja, meiner ist 80, also müsste deiner auch mit dreimal fressen normales Fleisch fertig werden. Place a harvested damage. Ja, ist doch nice. Das ist krasser Content, lol. ja, stimmt. Das ja auch noch. So. Machen wir uns mal ein paar Shoots.
Allgemein könnte ich noch ein bisschen Dutch brauchen. Schön ist halt auch, wenn man so eine heftigen Skins anhat, dann weiß niemand, dass man eigentlich nur Lederrüstung hat, sondern da denken halt alle, man ist übertrieben heftig mit Level 40. Ja gut. So, ich glaube bei 150 oder vielleicht 160 Movement skill ich dann auch mal noch was anderes. Aber ja, keine Ahnung. Ich will erstmal ein bisschen schnell sein. Ja. Ja, das Ding ist halt, es gibt auch noch voll viele Leute, denen es halt so ging wie mir gestern, die sich wahrscheinlich gedacht haben, ich bleibe jetzt noch eine Zeit lang wach, aber die halt dann heute arbeiten mussten. Oder, ne, und so. Und dann vielleicht, entweder sind die jetzt, also wer Schule hatte, vielleicht gerade wieder da. Oder so. Die denken sich jetzt auch so, ja, wahrscheinlich frühstücken, oder? Ah, nice, mein PT ist fertig. So, dann machen wir uns noch ein paar Schuhe und noch ein paar Pfeile. Du bist besser nicht auf Attacking Target und du brauchst dringend Level. Schön, dann sitzen wir jetzt hier und warten, bis wir Level kriegen. Das Schöne ist, ich würde sowas ja normalerweise rauscutten, aber wird schwer, wenn ich das instant hochladen will. Ich glaube. Ja. Ja, keine Ahnung, das jetzt nebenbei noch zu rendern, ist halt, glaube ich, nicht so die geile Idee. Ich habe halt Bitrate und alles ein bisschen angepasst, dass ich das halt auch machen kann. By the way, habe ich schon theoretisch halt Gashback-Sattel. Ja, hallo? Ja, einfach gar nicht. Also, so die ersten 20 Minuten, keine Ahnung, da habe ich jetzt halt irgendwas gemacht, so. Ja, also jetzt nicht den ganzen Stream so. Ich will halt jetzt nur einfach eine Folge mal hochgeladen haben, damit ich eine Folge hochgeladen habe. So. Also, ich schätze mal, das wird halt auf Dauer auch einfach langweilig, so, wenn man das jetzt permanent halt weitermachen würde. Aber, ja, lol, ich bin dumm. Sorry, Dude. Also wahrscheinlich zumindest. Ja. Ja, würde ich halt auch so. Falls ihr diese Folge gerade seht, ihr auch. Ha! Ja, keine Ahnung, lol. Das Beste ist halt, mein Content ist gerade, ich sitze auf einem PT und warte, bis er Passiv-Level kriegt, damit ich überhaupt mal losfliegen kann. Ich könnte da einfach Steine droppen oder so. Nice. Ja, wir sind halt einfach die Master of krassen Content. Okay, so. Ich kann zumindest schon mal ein bisschen fliegen jetzt, nachdem ich meinen ganzen Scheiß gedroppt habe. Genau. Ja, ich schätze mal, diese komischen Kristalle, die halt hier überall rumstehen, die werden ja nicht abbaubar sein mit einer normalen Kackspitzhacke, oder? Obwohl doch. Warte mal, man kriegt hier Fragmented Green Gems. Cool. Das heißt, man kann hier den ganzen Aberration-Scheiß dann halt auch herstellen, so. Oder sehe ich es falsch? Also ja, wobei es sind halt nur Fragmente, aber. Hä? Okay. Keine Ahnung. Wäre natürlich fein. Also, ach, nee, keine Ahnung, Leute. Meine Axt ist kaputt. Ich glaube, ich gehe doch noch auf 160 Movement. So. Ja, ich habe keinen Firebanner schon.
So, man kann nie genug Parachutes haben. Vor allem, wenn man irgendwo durch die Gegend fliegt. Na, ist der Kollege, er hat noch ein Level of Weight. Ja, wo bist du denn jetzt im Moment? Ah, okay, das sind halt einfach so eine Defense Units, weil dann das andere Zeug ist mit dem Spyglass nicht anzu. Oha, und ich glaube, die wird gerade von Iguanodons vermöbelt. Also so krass ist die anscheinend nicht, so eine Defense Unit. Die sieht zumindest schon ziemlich bröckelig aus. Ich glaube, ich gehe die gleich einfach mal abbauen, weil ich ein Frechdachs bin. Und. Wobei, macht der Iguanodon die oder nicht? Ich glaube, so müssen wir da fast mal eingreifen. Ja, wobei die raucht ein bisschen und ist RIP. Cool. Okay, also entweder kann ich sie einfach damit nicht abbauen oder es geht allgemein nicht. Na gut, wie auch immer. Ich würde übrigens sagen, wir sehen uns dann heute Abend in der richtigen Folge. Genau, also, tschüss, jetzt nicht im Stream, sondern tschüss für die Folge.